Baba, 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 Baba is you. Baba is you. Baba is you. Oh yeah, Baba is me. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baba is you. Ich habe gerade mal in die Settings reingeguckt und habe gesehen, es gibt hier den Zoom-Mode und den kann man auf Stretch packen. Ich bin sehr gespannt, was er macht. Ich weiß noch nicht, was er macht. Ich hoffe einfach mal, dass er automatisch an die Level ranzoomt, dann das, so dass ich das nicht im Nachhinein machen muss, weil ich habe das bisher immer händisch machen müssen bei jedem Level. Und jetzt sind sie gespannt, Leute. Okay, Prison ist das erste Level. Und obwohl ich gerade Kopfschmerzen habe wegen dieser scheiß Zeitumstellung, ohne Witz, ich hasse diese Zeitumstellung. Ich habe seitdem so ganz leichte Kopfschmerzen, nicht so wirklich dolle, aber man merkt sie halt doch. Und irgendwie auch so ein Mini-Jetlag, also ich komme damit gar nicht klar. Ich bin so happy, dass das 2021 weggeht. Aber wir gucken jetzt erstmal das Gefängnis an. Ja, hat er jetzt rangezoomt? Man weiß es halt nicht. Wie sah es denn vorher aus? Keine Ahnung. Okay, Baba is you. Wir sind Baba, wir haben einen Keke, der zum Push werden könnte, eventuell. Ja, sogar ziemlich sicher. Hier, wir können. Tidus, hör auf, mich die ganze Zeit anzuschreiben. Ich hab dich... Das ist auch so eine Sache. Den Tidus, ich hab den vor einer Stunde an... Da ist der Sound einfach wieder abgekackt. Aber das ist auch so eine Sache. Ich schreibe den Tidus vor einer Stunde an, ob er vielleicht mal Bock hat, mit mir Fortnite zu spielen. Und jetzt, genau dann, wenn ich aufnehme... Also er hatte eine Stunde Zeit dazwischen, um zu antworten. Aber genau dann, wenn ich aufnehme... Ach, jetzt können wir den pushen. Dann schreibt er mich an. Damit er auch schön in der Aufnahme drin ist. Ohne Witz. Immer richtig perfekt angepasst. So, was haben wir? Da draußen ist das Win. Wir müssen also irgendwie zur Wall werden. Baba is Wall müssen wir werden. Nee. Wall is you müssen wir machen. Aber Keke ist Wall? Wall ist Keke. Wall ist Keke? Wall ist Stop and Keke. Aber das geht auch alles nicht, ne? Okay, wir können Keke zur Wall machen, das bringt gar nichts. Bringt uns das irgendwas, dass wir Keke pushen können? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, Leute. Baba is you. Wir haben ja ein Kreuz. Dieses Wall is Stop hat bestimmt irgendwas zu tun, dass das hier mit drinne ist. Nur was, Leute? Wir können sagen, Keke ist Stop. Und Keke ist Wall. Und wir können sagen, Baba ist Keke. Also wir können uns auch zu Keke... Ich meine natürlich, Keke ist you. Jetzt sind wir Keke. Okay, schön. Und dann können wir sagen, ich weiß selber nicht, was ich jetzt machen will. Keke ist Push, Baba ist Push. Baba ist Wall, bringt absolut gar nichts. Keke ist Wall, bringt auch nichts. Wall ist Stop. Irgendwas ist Wall. What? Oh, toll. Erstes Level hier gleich und mein Gehirn ist jetzt schon am Rumstriken. Was bringt mir das denn, dass ich Keke pushen kann? Absolut gar nichts, glaube ich. Keke, was bringt mir das, dich zu pushen, hä? Was bringt es mir? Sag es mir, Keke. Sag es mir ins Gesicht. Komm schon, Keke. Hallo, ich bin Baba Keke. Hallo, da. Ach, du hast keine Seele? Na gut, das ist echt sad. Okay, wir haben hier ein Is, aber wir kriegen halt die Wall auch nicht weg hier. Wir kriegen auch das Stop nicht weg. Von daher, irgendwas ist Stop. Keke ist Stop. Bringt auch gar nichts. Wir können nicht sagen, Push ist Wall. Wir können nicht sagen, Push ist Stop. Keke ist Stop. You ist Keke. Keke ist You. Baba ist Keke. Keke, Baba. Hä? Okay, ich komme jetzt schon nicht klar, Leute. Push ist Keke? Keke ist Push. Wir können doch gar nicht viel mehr machen. Wir können nur sagen, dass Keke Push ist. Aber es bringt nichts. Oder, nee, Wall ist Stop. Heißt, wir können auch Keke nicht durch die Wall durchschicken. Es hat irgendwas mit dem Push zu tun. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Wall pushen sollen. Aber wie? Also wir können den hier nach unten machen und dann kann hier... Keke ist Wall, ist Stop? Keke ist Wall? Keke? Ist Push, meine ich natürlich. Warte. Nee, Baba ist Wall, ist Stop. Das soll trotzdem gehen, oder? Das heißt, wir müssen das Baba ist irgendwie nach da unten hinbekommen und dieses Push ist total unnötig. Oder aber wir pushen die Wall, aber das wird auch nichts. Also, wir müssen irgendwie hinbekommen, dass... Oh, aber das geht auch nicht. Wir können das ja nicht alles gleichzeitig nach unten schieben. Hä? Wie kriege ich denn das Is You hier unten hin? Das bringt mir aber auch nichts. Wenn Baba is Wall is Stop ist, dann ist ja gar nichts mehr You. Ich glaube, wir müssen Keke irgendwo hin pushen und dann irgendwas mit Keke machen. Okay, da ich gerade... Okay, kein Plan, was das heute ist, dass das hier mal abbricht. Aber Level 11 passt ja auch irgendwie ins Thema hier rein. Level 11 wussten wir nicht, also machen wir Level 12.
Fuck, ey, ich bin schon in der zweiten Welt richtig blöd. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass ich noch gar kein Errungenschaft habe. So, Water Sink, jetzt ist Water kein Sink mehr. Wir können hier rüberlaufen, Cock is Push. Entmeld, das heißt, wir können mit dem, achso, nicht das Wasser wegmachen. Skull is Defeat, Water is Hot, ja, okay. Water is Hot haben wir gemerkt, nee, haben wir noch nicht gemerkt. Warum sterben wir nicht, obwohl Water Hot ist? Ah, okay, man stirbt im Wasser nur, wenn das Wasser entweder Sink ist. Das haben wir jetzt hier weggenommen. Also dann versinkt man da drin und stirbt. Oder wenn man selber hot, wenn man selber melt ist und dann das Wasser heiß ist, weil dann wird man da drin schmelzen. Okay, soweit verstanden. Wir haben hier Flag is Win, muss das auf jeden Fall sein. Oder wir bringen das Win nach oben, was aber nicht geht. Das heißt, wir müssen irgendwie die Skulls hier wegbekommen. Skull is Defeat is Water. Das geht wahrscheinlich nicht, oder? Also wir können das auf jeden Fall darüber bringen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber wir probieren es einfach aus. Denn wer probiert, ist am Ende klüger. Okay, das geht nicht. Water is Water können wir machen. Ist Water dann immer noch hot? Wenn Water Water ist? Ja, ist trotzdem hot, ne? Water ist dann nur nichts anderes. Wir können auch sagen, Cock is Water. Bringt uns halt gar nichts. Wir können auch sagen, Water is Sky. Und dann bringt uns das alles um. Wie gut ist das denn, Leute? Dann bringt uns dieser komische Streifen da um. Finde ich auch nicht schlecht, die Möglichkeit. Wir können sagen, Water is Water, bringt uns gar nicht. Wir können sagen, Water is Wall, dann ist das Wasser eine Wand. Wir haben kein And, das heißt, wir können nicht sagen, dass der Wall bei diesem Win hier drüben irgendwie Wasser ist, dass wir dann darüber laufen können und das einfach einen nach oben schieben können. Wenn wir hinkriegen könnten, dass Wall is Water ist, dann wäre das schön, aber kriegen wir nicht hin. Heißt, wir machen erstmal Cock is Water und gucken, was passiert. Ich glaube, nichts Gutes. Ja, geil. Jetzt haben wir keinen Cock mehr. Okay, das hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass man den Cock hier aber bewegen kann, oder? Okay, Cock ist Melt. Haben wir vergessen, Leute. Und Cock Water ist aber auch hot. Okay, was passiert, wenn ich sage, dass Wasser Wasser ist? Dann kann das aber trotzdem immer noch hot sein, oder? Das Wasser? Also ich wüsste nicht, warum das dann nicht mehr hot sein sollte. Aber wir probieren es aus. Alles ausprobieren hier. Water is Water und Water is Hot. Geht trotzdem kaputt. Okay, gut zu wissen. Water is Hot. Können wir zweimal machen. Wir können auch sagen, dass wenn wir hier drüben sind, Water Sink ist. Was passiert, wenn Water erst hier drüben Sink ist und gleichzeitig Hot ist? Das ist ja wohl okay. So, jetzt ist das auch Sink und wenn wir den jetzt da reinmachen. Okay, perfekt. Dann können wir hier schon mal durch. Ist die Frage, ob das was bringt, Leute. Skull is Defeat is Sink geht nicht, oder? Nee. Und wir können auch nicht sagen, Water is Skull? Water Skull bringt uns halt auch wieder gar nichts. Wir müssen eigentlich hinbekommen, dass Skull is Water ist. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht, dass wir hier so einen Durchgang haben? Ich meine, wir konnten da ja auch so schon rüber. Wenn wir irgendwie hinbekommen könnten, dass Skull is Sink ist, dann wird uns das auch weiterhelfen, weil dann könnten wir diesen einen Skull, also dann könnten wir den einen Cock hier rüberpacken und den wegmachen. Und dann kämen wir ja zumindest an das Flag ran. Aber so. Okay, warte. Set me back, please. So, hier können wir ganz einfach rübergehen. Und der Cock ist pushable. Aber nur. Hä? Stimmt, der geht ja so auch kaputt. Also wir können mit dem Cock entweder, dass der Cock sich selbst kaputt macht, hier machen. Oder aber wir können machen, dass der Cock hier einen Durchgang macht. Das sah eigentlich gar nicht so kacke aus. Aber ist falsch. Water is Wall bringt halt auch überhaupt absolut gar nichts. Jetzt haben wir da eine Wand. Und Wall is Stop. Nice. I like. Wir haben uns ausgesperrt. So, ihr da drüben kommt ihr nie wieder rüber, du blöde Flagge und du blödes Cock. Ich mag euch beide nicht. Okay, ist auf jeden Fall falsch. Ach Leute, keine Ahnung. Das wird die schlechteste, die schlechteste Folge ever. You is Water? Wird das gehen? Nee. Müsste sein, Water is you. Tja, 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 das ist natürlich blöd. Baba is you is sink, können wir aber machen. Baba is you is sink. Nee. Wieso das denn nicht? Hey, das muss dann Baba is sink sein, oder was? Ach, das you ist auch umrandet, deswegen geht das nicht. Wir haben hier noch ein is. Wir haben flag. Flag kann auch zum sink werden, Leute. Flag kann Wasser werden, aber auch sink. So, das ist die Flagge. Sink. Und damit kann die Flagge. What? Achso, ja. Flagge ist Sink. Gut. Was dann?
Ich meine, wir können die... Ich weiß es, Leute. Ich habe so den Plan. Pass auf, wir machen erst das Water hier weg. Jetzt brauchen wir den Cock. Und zwar muss der Cock tatsächlich Sink sein. Da. Ich glaube, ich habe das gerade rausbekommen. Wieder aus Zufall, aber solange es funktioniert, bin ich zufrieden. Dann haben wir wenigstens ein Level heute geschafft. So, Cock ist Sink. Wir machen uns hier einen Weg frei. Zack. Jetzt wollen wir die Teile wieder drüben haben. Und zwar wollen wir jetzt machen, dass die Flagge Sink ist. Und dann, in meiner Theorie, sollten wir damit der Flagge ein Sky wegbekommen. Nein, aber die Flagge ist kein Push. Die Flagge ist kein Push. No, mein Plan funktioniert nicht. Was mache ich denn jetzt? Water ist Sky. Bringt uns auch überhaupt gar nichts, weil dadurch das Wasser einfach nur böse wird und uns töten will. Ja, er killt uns. Jetzt haben wir kein Wasser mehr. Aber wir haben eine Flagge, die nix ist. Können wir nicht noch irgendwas anderes verschieben? Irgendwie hier drüben irgendwas? Nee, ne? Gar nichts. Wir haben nur dieses Water ist und dieses Cock-Ding und was weiß ich. Boah. Ey, ohne Witz. Okay, Cock ist Sink. Cock, Push ist nix. Skull geht nicht. Wir haben kein End. Wir haben eine Flagge. Wir haben einen Win. Wir haben ein Wall. Water ist Wall. Das hatten wir schon, war nicht gut. Wir haben Water ist Hot. Water, Skull ist Defeat, ist Sink, geht halt auch nicht, weil wir dafür ein End bräuchten. Hä? Ich krieg nicht mal ein Level heute hin. Oh Mann. Habe ich mir das jetzt schon verbaut? Ich glaube, wir brauchen den Cock. Ich glaube, der Cock muss hier rüber und das Ding zum Sinken bringen. Und die Flagge ist tatsächlich nur für das Ziel da. Aber wie kriegen wir den Cock darüber, ohne dass er kaputt geht? Dadurch dürfte ja kein Melt sein, damit das geht. Oder wir müssen irgendwas anderes hier machen, damit das Ding hier kaputt geht. Jetzt habe ich eine Idee, Leute. Cock ist Sink. Ich glaube, wir müssen irgendwie wirklich machen, dass Water ist Water. Und wenn wir dann sagen, Water ist Wall, dann geht das nicht. Dann passiert einfach absolut gar nichts. Jetzt können wir das hier da aufmachen. Okay, es bringt uns aber überhaupt gar nichts, weil wir diese blöde Flagge nicht pushen können. Wozu mache ich denn das hier alles? Ich habe einen Cock. In meiner Hose und auf dem Spielfeld hier. Holy crap! Ich bin wieder versucht, dieses Level einfach zu verlassen, weil ich nicht drauf komme. Es gibt bestimmt irgendeine raffinierte Lösung oder irgendein Regelmissbrauch, den man hier nutzen sollte, damit das alles geht. Wenn wir können sagen, Water ist Sky, dann ist das Water ein Sky. Wir können dann nicht mehr durch, aber der Cock kann dann da durch, weil der Cock nur Melt ist. Oh, warte mal. Water ist geil. Das klingt für mich ganz gut. Water ist geil. Damit können wir den Cock da durchschieben. Mit dem Sink. Jetzt haben wir das Sink nicht mehr. Und wir selber kommen da auch nicht rüber. Aber so hätten wir dann das Cock auf jeden Fall auf der anderen Seite. Irgendwie sowas wird das sein, oder? Ich kann ja nichts bewegen. Was willst du denn von mir? Flag ist Water. Nee. Oh, wir können sagen, Water ist Defeat. Oh. Ich dachte, wenn Water vielleicht Defeat ist, dann ist es nicht mehr hot. Und dann könnte vielleicht das Cock dadurch, aber nein, geht nicht. Dann... Meine Fresse, ich komme hier nicht mehr weiter. Wir versinken hier und sind defeated. Obwohl, nee, Defeat ist das gar nicht, ne? Wir können da ja rüberlaufen. Okay, wir müssen Sky... Water ist geil, Skull ist Water, wäre ganz cool, aber kriegen wir nicht hin. Ich krieg das nicht weg, ich krieg das nicht weg, ich krieg hier nichts hin. Water is hot. Toll. Yeah, water is hot. Geil, gefällt mir richtig gut. Keine Ahnung, ich kann doch nichts bewegen, Spiel, was willst du denn von mir? Ich kann nur machen, Cock is water. Wow, wenn wenigstens irgendein Zeichen kommen würde, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber nope, es kommt einfach gar nichts. Cock is sink, hatten wir alles schon. Können wir jetzt... Wenn Cock Sink ist, dann können wir machen, dass Water... Oh, ich dachte, wir könnten vielleicht einen Text wegmachen. Was ist, wenn wir jetzt die Flagge darüber machen? Dann ist die Flagge weg. Geil. Und der Cock ist weg. Es ist einfach beides weg. Leute, ich bin hier einer heißen Spur auf dem Weg. Wir müssen den Cock darüber bringen, ohne dass er stirbt. Hör auf zu sterben. Warum stirbst du? Außerhalb des natürlichen Denken, was können wir machen? Wir können uns selber umbringen, wir können hier nichts bewegen, wir können da nichts bewegen, wir können überhaupt gar nichts machen. Water is flag. Flag is water. Flag is water.
Bringt gar nichts. Wir müssen das Hot hier wegbekommen. Wir müssen das Skull wegbekommen. Wir müssen überhaupt alles wegbekommen. Cock ist nicht mehr Sync. Cock stirbt trotzdem, weil Cock trotzdem Meld ist. Das ist doch scheiße. So, hier ist frei. Toll, aber ich hätte auch so rübergehen können. Cock. Water. Jetzt können wir machen Water ist Skull. Bringt das was? Water ist Skull? Wir können hier durch. Wir können das Sync hier rüber schicken. Dadurch haben wir aber einfach nur mehr Sachen. Vierter Absturz von dem Kack. I like it. Ich mag es richtig gern. Aber ich komme sowieso nicht weiter. Das ist die schlechteste Folge aller Zeiten. Ach ja, ich sterbe ja sofort. Baba is you is water geht nicht. Baba is you is sink. Wird das gehen? Baba is you is sink? Dass man einer Variable zwei Dinger zufügt? Zwei dieser umrandeten Dinger? Auch nicht. You is water geht auch nicht. Baba is you, damit können wir also überhaupt gar nichts machen. Wir können weder sagen, Baba is you is water, noch Baba is you is sink. Wir können auch nicht sagen, win is water. Und wir können nur sagen, Fleck is win. Ich habe doch alle Möglichkeiten hier durchgegangen. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch machen soll. Dich, wieso stirbst du einfach? Ja, so langsam. Wir können den Text hier rüber machen. Das ist super toll. Wir haben leider auch nicht den Begriff Text, dass wir damit irgendwas machen könnten. Wall is stop. Schön. Allein, dass es hier überhaupt Walls gibt. Können wir sagen, Wall is water? Nee, wir können nur sagen, Water is wall. Gut, bringt uns das irgendwas? Water is wall? Nein. Wall is sink. So rum geht das? Doch, es geht so rum. Nee, es geht nicht so rum. Das muss immer von oben nach unten gehen. Okay, wir können diese ganzen Isse hier nicht verwenden, weil die auch an der Wand sind. Hier haben wir ein And. Das ist überhaupt nix, gar nichts. Es bringt null. Water is skull. Cock is sink. Water is water, water is hot, black is water, water is wall. Bringt mir absolut alles nichts. Ich glaube, ich muss irgendwas mit dem Cock machen. Nur was, ich weiß es nicht. Cock is push and melt, skull, water is skull, water is skull. Und wenn der Water skull ist, dann macht man irgendwas anderes, denn Water is skull. Und jetzt geht das Sink da durch. Jetzt ist das Sink auf der anderen Seite, yay. Hey, jetzt ist das Sink auf der anderen Seite. Hey, hey, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hey, hey, push das Water, geht nicht. Bitte push das Water, es geht nicht. Mann, Cock is Water. Okay, cool. Cock is fucking Sink. Cool, freut mich für dich, blödes Cock. Wir müssen das Cock auf die andere Seite bringen. Ich weiß doch, was man machen muss. Aber es geht einfach nicht, weil es einfach schmilzt, der Kack. Water is sink. 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 Ich glaube, wir kriegen heute nichts mehr hin, Leute. Ohne Witz, keine Ahnung. Kein Plan, Alter, kein Plan. Water, wall, flag, tot. Flag, tot, Flag, tot, Flag, tot, Flag, tot, Flag, tot. Ich will da hin! Lass mich da rein! Verdammte Hacke! Da muss einfach nur der Cock gegen und dann ist alles cool. Einfach Cock ins Gesicht und dann ist das alles toll. Okay, Cock ist push. Wir gehen jetzt mal ganz anders an die Sache ran. Cock ist aber auch Mails. Wald, Cock, Water darf nicht mehr hot sein. Sobald Water nicht mehr hot ist, ist alles cool, Leute. Aber es geht nicht anders. Oder, wahlweise, sollte Cock einfach nicht mehr Meld sein. Das wäre auch okay. Aber ich kann hier doch absolut nichts bewegen. Ich kann hier absolut nichts bewegen. Dieses blöde Ding geht einfach kaputt. Water ist Sink. Wieso? Vielleicht geht es ja, wenn wir eine Frage stellen, Leute. Ist Water hot? Ist Water hot? Ja, Water ist hot. Der beantwortet sich gleich selber hier. Mann, ja, keine Ahnung. Skull is defeat. Das geht ja nicht. Skull is defeat is water. Geht ja nicht. Nö. Aber. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Ich kann das doch einfach. Nee, geht auch nicht. Wie kriege ich dich darüber? Sag schon. Es geht ja nur. Wenn Water nicht mehr hot ist.
fucking ernst? I know it, Leute. I know it. Es ist so fucking easy, dass es nicht mehr witzig ist, Leute. Es ist doch nicht so fucking easy. Kriegt man den hier rüber? Ich brauch trotzdem einen Cock da drüben. Ich habe mir jetzt überlegt, dass man ja hier einfach Water Sink hinpacken kann. Jetzt sterbe ich natürlich, wenn ich das mache, weil ich ein Dummkopf bin. Sei denn? Was ist, wenn ich das so mache? What? Das war gar nicht mein Plan, Leute. Aber bringt mir jetzt auch nichts, ne? Jetzt ist nämlich das Sink weg. Ich habe jetzt den Cock hier drüben. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich den einfach darüber pushe. Aber ich sterbe trotzdem. Flag is win, Leute. Flag is win. Ich bin nah dran. Doch, warte. Der ist... Nee, der ist nur Meld. Der ist sonst gar nichts. So wird das irgendwie sein. Aber wie genau? Jetzt fehlt mir immer noch eine Sache. Flag is win. Flag is win. Ah! Irgendwie so. Aber wir dürfen... Wir müssen das Sink behalten. Das Is muss weg, Leute. Ich glaube, das Is muss weg und nicht das Sink. Nee, das Water muss weg. Das Water muss sterben, Leute. Das Water muss sterben und dann haben wir es, glaube ich. Das heißt, das Water kommt hier hin. Oder wo auch immer hin. Und das Water macht dann das Wasser kaputt. Wir zerstören das Wasser mit dem Wasser. Und jetzt ist Cocksink. Oh mein Gott, das ist es. Ohne Witz, diese... Ich habe 10 Minuten hier rumprobiert. Ich weiß nicht, wie ich das im Video machen werde. Ja, kommt weg. Flag is win. Oh, danke. Wenigstens ein Level. Mann. Vor allem, wir hatten doch in der letzten Folge diese ganzen Brücken. Da haben wir das doch alles gelernt. Dass man Text dadurch machen kann und so. Alter, das tut mir so leid, Leute. Aber der Part ist jetzt zu lang. Ein Level geschafft. Wow. Ich hoffe, das wird in Zukunft einfacher. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und habt mich jetzt nicht zu doll angeflucht, dass ich das da einfach durchschieben soll. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und ihr nicht mehr verpassen wollt, wie ich mich hier dumm anstelle, dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.